Ich bin wir! Ich bin's Kommando! Life should be so easy. Ja, ja, ja. Wo fährst du überhaupt nach Hessen hin? Ich fahre nach Hochkrügel zu meinem Vater. Ach so. Ach so. Ja, das Paradies, wo die ganzen schönen Autos mit dem M draufstehen. Genau. Da hast du ja auch noch ein paar Kilometer vor dir jetzt. Ich brauche 360 Kilometer, brauche ich 4 Stunden. Ja, wie scheiße ist, ja. Heute ist Ferienende in Bayern. Ja. Oder heute ist Tag der ersten Rückfallstelle. Tja. Viele Mal. Und in Hessen ist halt letzter Ferientag. Okay. Och, ich muss ja noch. Ach, so weit. Warte mal, das film ich hier. Ja, ich lauf nicht weg. Hä? Ich lauf nicht weg. Außerdem bist du auch live on air. Wie? Nein! Du Graf, du Geistiger. So, nachdem Commander hier live on air ist, bei mir, während ich filme, wie ich auf der Landstraße hinter LKW, nein, das ist kein Barbara, hinter einem LKW hinterher fahre, der in einem Bulldog mit seinem Perkball mit 40 hinterher fährt. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie witzig das ist. Allerdings. Ja. Ich hier gerade vom Kunden gesagt, was ist? Komm auf. Biegen Sie links ab. Beim guten Kunden hier bei uns, im Stammkunde, kriege ich ja schon gesagt von mir, was ist das denn für ein Freizeitdress? Ja, hallo, nur weil ich normal angezogen bin. Die Kollegen kommen immer hier in Uniform. Tja, manche können sich das halt erlauben, habe ich gesagt, ne? Ja, mein Gott, ist das scheißegal. Hauptsache, wir laufen sauber und etwas gescheit herum, dann geht das schon. So, 11.50 Uhr. Mal eben aufschreiben. Und dann wäre es direkt nach Hause. Ach, nach Hause. Ja, nach Hause wäre schön. So, nach Bad Oeynhausen. Lügenzettel. Zack, 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 zack. So, Bad Oeynhausen. Wo müssen wir denn da hin? Route ändern. Nein! Ziel ändern. Adresse. 3, 2, 5, 4, 5. Wer googeln möchte, ja, es ist Bad Oeynhausen.
Georgstraße 11. Herz- und Diabeteszentrum NRW, Medizintechnik, Katheterlabor. Dann gucken wir mal erstmal in der Medizintechnik Museum. X300. Naja, mal sehen, ne? Lange noch. Reinsten Stalker hier. Ja, ja. Muss ja auch mal sein, ne? Wieder mal frei hier. Warum bremsen die denn alle? Wird es mal Zeit, dass ich heute mal was Leckeres koche? Ich denke mal, das werde ich auch tun. Jetzt noch mal eben schnell was einkaufen gehen. Und dann kommt der Sohnemann auch wieder nach Hause. Und dann fange ich mal an, ne? Dann wollen wir mal. Jetzt fahrt ihr mal hier. Morgen haben wir Freitag. Der letzte Tag wird wahrscheinlich wieder anstrengend. Mal sehen. Heute kriege ich dann nochmal einen Anruf von der Dispo, wann ich arbeiten muss. Ich hoffe morgen. Wobei, heute Nacht wäre auch nicht schlecht, weil ich habe ja wieder mal vorgeschlafen. Aber es ist ja immer so, wenn ich ausschlafen soll, dann muss ich nachts nicht arbeiten. Und wenn ich nicht ausgeschlafen habe und morgens um 7 aufstehe, dann heißt es auf einmal, ich habe Nachtschicht am selben Tag. Das ist natürlich übel. Deswegen, ich hoffe, ich habe heute Nachtschicht, weil ich habe bis 11 Uhr geschlafen. Ja, so, gleich sind wir da. Rot, ich hasse Rot. Was hole ich denn jetzt eigentlich? Lasagne? Nee, lecker Böhnchen, genau. Das mache ich. Lecker Böhnchen mit Kartoffeln dabei und Frikos. Mal sehen. Gucken, dass er was im Spiel mitbringt. Für was hier? Nee, auch nicht. Ja, warte, ich guck auch mal. Ja, komm gleich. Nö, dann wollen wir mal gucken. Na, jetzt haben wir doch was gefunden. Schmeckt auch. Fertig eingekauft. Haben alles. Ja. Und dann geht es los ans Kochen. Gucken. Schönes Wetter heute, muss ich sagen. Aber schließen, ja.
talking away. And I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shining the way. I'll be coming for your love, take on me. Da ist sogar der Bauer, der Zwei bringt. So etwas hast du in Deutschland nicht, dass da, ich sage ja mal, auf Kutusch in einer Stadt die Kühe da stehen. Nee, du. Sie standen ja mitten in dem Dorf drin. Ja. Und dann, weil viele haben mich gefragt, ja, du musst ja nach Ingolstadt hoch. Wieso fährst du nicht über Bregenz, weil wir haben eine Spedition, über die wir es verzollen müssen in der Schweiz. Und die sitzt halt in Konstanz. Ja, das heißt, man muss über Konstanz fahren und schmuggeln jetzt raus. Ach, und vor uns ist die Schweizer Armee. Wenn ich jetzt Ware von Deutschland nach Österreich fahre, ist ja EU-Ware. Da fahre ich, zack, bumm, rüber, lad ab, vierte Servus, ciao. Schweiz muss fürs erst durch den Zoll fahren. Es gibt, ich sage mal so Strecken, Freiburg, Italien, da schicken dich die meisten Navigationsgeräte über die Schweiz. Natürlich, weil es kürzer ist, aber man muss bedenken, wenn ich als Privatmann fahre, kann ich das machen. Aber wenn ich gewerblich beladen nach Italien fahre, um durch die Schweiz zu fahren. Nein. Also ganz ehrlich, Diesel für 1,80 Euro ist abnormal. Wenn ich dann nach Italien fahre, wollte ich bei meiner ersten Italienfahrt machen. Da hat mein Chef noch vor der Fahrt gesagt, fahr ja nicht durch die Schweiz. Ich so, wieso? Ja, weil du das verzollen musst. Und wenn du die Schweiz beladen als Transitland nimmst, dann musst du dafür zahlen. Und ich fahre die Schweiz zwar gerne und schaut hin. So, jetzt haben wir geladen. So, jetzt sind wir in Herisau. Ja, AR. Was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich der Landkreis, wa? Also, jetzt fahren wir durch Herisau, ein kleines Schweizer Dörfchen, wo du keine Sau verstehst. Nach Kreuzlingen verzollen unsere Ware, weil die Schweiz kein EU-Land ist, was ja hoffentlich ist, was ist EU? Ja, hallo? Musst du, wenn du Schweiz Einfuhr hast oder Ausfuhr, musst du sie extra verzollen. Das ist in England das Gleiche, weil, sagen wir so, in der Früh etwas gebracht, dann hat es geheißen, warte, und dann habe ich 6 Stunden später die Sendung wieder erneut übernommen und das macht hier, was weiß ich, das Warten in den Schweizer Bergen so besonders, weil hier sind die Leute einfach, ich sage mal, anders. Also es ist nicht so schnell und statt und unhöflich, sondern
hier sind es noch höflich. Vor allem die Schweizer, die sind ein perfektes Volk. Also, es ist zwar halt arschteuer hier irgendwas einzukaufen, aber nein, ich muss noch. Ich muss erst den nächsten fahren. Also, es ist, ich sag mal, wunderschön, aber die Schweiz ist teuer. So, jetzt sind wir hier bei meinem Kunden. Wareneingang. Das ging ja schnell heute. So, jetzt mal kurz bei Dispo anrufen. Schon mal das nächste Ziel eingeben. So. Mein Kartönchen haben wir abgegeben. Wagner, nein, nicht nach Hause. Abbrechen. Ja, grüß dich, ich bin's, der Martin. Ich habe jetzt zugestellt in der Schweiz den Karton. Ja. Da hat unterschrieben. Also, es ist einmal Stempel und Unterschrift. Und es hat unterschrieben ein Herr Berglas. Ich buchstabiere B-E-R und Glas. Okay. Dann fahre ich jetzt nach Waldstadt und mache dort Pause. Wann ist die Ware fertig? 15 Uhr. Perfekt. Bis dann. Ciao. Wir müssen auch sagen, dass wir, wenn wir anwesend waren, viele das gesehen haben, die Drogen einfach am Boden runtergeworfen haben. So, yeah, jetzt geht's runter. Kronau und Kreuzwaldorf, ein unfallgerechte Spur ist hier blockiert, 5 Kilometer Stau. Nochmal A5, Karlsruhe Richtung Frankfurt. Es gibt nichts über frische Brezen und frischen Obatzen. Wie der Obatz, der Marmor. Und frisch, da schön warm. Der braucht immer so ein bisschen lange, damit der mal hochfährt. Aber man sieht da, guck mal, ich habe sogar einen schönen Wallpaper. Den könnt ihr euch übrigens auch auf unserer Website runterladen. Oder ihr klaut einfach die Bilder von der Facebook-Fanseite. Geht auch. Also. Und dann einfach auf das Bild anklicken mit der rechten Maustaste und dann einfach als Desktop-Hintergrund verwenden. So einfach geht das. Dann wollen wir mal schauen, bist du jetzt schon startbereit? Ha! Na, noch nicht. Der schläft ein. Der arbeitet wieder für sie. Mann. Oh, kein TomTom verbunden. Ja, wie kann das nur sein? Ja. Oh, wir müssen hier wieder arbeiten. Ja. Ja. Fast fertig, fast fertig. Dauert noch ein bisschen, ne?
So. Ich muss mal ein bisschen hier runterkommen, aber ich würde gerne ein paar Fragen oder so Kommentare beantworten, die ihr in unseren YouTube-Kanal schreibt. Und jetzt ist da gerade wieder was von Folge 9 und dann schauen wir mal jetzt gemeinsam. Und zwar, hier schrieb Jörg Richmann, lieber René, Alter, was nimmst du? Zombies hast du sonst nichts zu labern. Die Idee finde ich ja nicht schlecht, wie TrackTV nur mit Transporter. Nur bei euch kommt das total haltlos rüber. Aber ich bleibe weiter dran, weil ich selber jede Nacht auf meinem Transit hänge. Ja, Jörg, was du dir da jetzt angeschaut hast mit dem René, das ist ja eine uralte Folge. Das ist ja jetzt, was ist das? Folge 9. Und ja, die ersten Folgen kannst du jetzt nicht mit denen vergleichen, die wir jetzt im Moment machen, mit der jetzigen Besetzung. Denn diese ist seit drei Staffeln ist die top. Und ich denke mal, du hast einfach nur eine falsche Folge jetzt erwischt. René ist ja schon seit Ewigkeiten jetzt auch nicht mehr dabei, von daher. Ne? Oliver aus Berlin schrieb da, nachts sieht auch alles gleich aus, aber so eine Gedanken habe ich auch manchmal on Tour. Oliver, was nimmst du? Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwo neue Kommentare? Und zwar... wir können ja mal schauen. Was haben wir denn jetzt hier? Letzte Folge? Gibt es da auch was Neues? Jo, Folge 25. Und zwar... Schuster 84. Jedes Mal, wenn ich durch die Schweiz fahre, sehe ich sehr viele Mini-Sattelschlepper und zum Teil die Luxus-Editionen komplett durchgestellt etc. Du arbeitest im falschen Land. Ja, allerdings, aber ist Österreich, was heißt? Nee, Schweiz. Schweiz ist ein bisschen zu weit, von daher. Führerschein CE machen, wäre das nichts, Commander? Oder ist es tatsächlich so, dass du am Sprinterfahren was gefressen hast? Ja gut, am Sprinterfahren, ob ich da was dran gefressen habe. Es ist einfach so, den LKW-Führerschein, den komplett offenen LKW-Führerschein, den kannst du selber ja so nicht mehr bezahlen. Das geht gar nicht. Wenn, dann musst du eine Ausbildung machen, 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang, circa. Da kriegst du den natürlich bezahlt und wirst wahrscheinlich auch danach angestellt in der Firma. Aber Punkt 1 ist, ich kann mir einfach keine Ausbildung leisten, weil ich Familie habe. Das geht nicht. Zweitens ist, den Führerschein selbst bezahlen geht auch nicht, weil ich sag jetzt einfach mal grob, mit allem drum und dran kostet das Ding mal eben 8.000 Euro. Wer hat 8.000 Euro? Ich nicht. Vielleicht möchte ja jemand spenden, aber ich glaube eher nicht. Von daher bleibt mir einfach nichts anderes übrig, als die Sprinter-Variante zu nehmen. Mal sehen, was draus wird zum Thema Minisattel. Aber das ist der Ersatz. Was anderes kann ich halt nicht machen. Das funktioniert einfach nicht. Man muss es einfach realistisch sehen. Ich bin auch keine 20 mehr, wo ich mal eben alles ändern kann. Okay. Dieter Hahn schreibt, schönen Urlaub, Commander und Phil. Sie wünsche ich, schönen Urlaub gehabt zu haben. Macht weiter so. Danke, dass wir auch ein Lob kriegen. Das finde ich cool. Tolle Folge wieder mal von Oliver. Oliver ist so ein kleiner Stalker, habe ich mitgekriegt. Nein, finde ich immer gut, dass wir hier feste Fans haben. Macht ja auch Spaß. Und nicht umsonst machen wir den ganzen Blödsinn halten auch. Ne? Den machen wir schließlich für euch. So, Folge 24, gibt es da irgendwas? Habe morgen ein Vorstellungsgespräch als Auslieferungsfahrer, schreibt Simon Biernot. Simon Biernot. Hast du Biernot oder heißt du wirklich so? Scheiß. Nee, Biernot ist schon ein cooler Name. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Was schreibt er hier? Wir haben ja darauf schon mal geantwortet. Viel Glück. Danke, ist alles sehr gut gelaufen. Ab Donnerstag werde ich einarbeitet. Ich freue mich. So, heute erstmal Sprinter gefahren. Ist alles heile geblieben. Danke an den Commander und Filzi. Ihr habt mich mit euren Videos ermutigt und den Job anzunehmen. Muss ich mal kurz hochkommen. Simon,
Ich finde das mega geil, dass du anhand unseres Videos oder unsere Videos dir ein Beispiel genommen hast und so einen Job angenommen hast. Ich hoffe für dich, ich hoffe, toi toi toi, ich drück dir die Daumen, dass du eine gute Firma gefunden hast, wo du auch gut bezahlt wirst und ein ordentliches Fahrzeug hast, weil das ist ja manchmal so das Thema, nicht nur der geringe Lohn ist manchmal das Schlimme, sondern was man dir da für ein Auto hinstellt. Ich habe damals, als ich angefangen habe, auch die Erfahrungen gemacht in einem einfachen Kurierdienst. Die Fahrzeuge, die wurden nicht gewartet, die wurden nicht repariert. Ich bin mit dir runtergekommen, im Bremsen rumgefahren und irgendwann bin ich halt da abgehauen, ist ja ganz klar. Jetzt bin ich auch froh, ich verdiene sehr gut, muss ich sagen. Und ich habe ein vernünftiges Fahrzeug. Ich fahre ständig in die Werkstatt, wenn es sein muss, das ist nicht das Problem. Ich komme auch rum, ich fahre zwar eigentlich nur tagsüber, aber ich komme trotzdem weit rum. Ich bin halt nicht so ein GLS-Kutscher oder sonst irgendwas, also nichts gegen euch. Aber ich komme gut rum. Aber freut mich für dich. Dann biegen Sie rechts ab. Munkerstraße. Nein, ein Wanderer! Ich! Gespannt und der Himmel. So, hier ist der Filsi mit einem Barbara Hunter Spezial vom Samstag in München. Richtig. Ich bin gerade auf dem Weg vom Einkaufen gewesen und der Barbara kommt gleich. Da vorne haben wir ihn gleich. Da. The Parking Barbara. Oh yeah, I found my friend, Barbara. Ja, es ist das, glaube ich, es passiert gleich zwei so nebeneinander. Zwei so nebeneinander, das muss man gesehen haben. Und dann mein Polensprinter. Life should be